wenn die ganze Innengrundwissen mitbringt. Intentions- und Gefühlswiederherstellung durch die drei Brettchen und zwei Brettchen im gesamten YouTube-Komplex. Klar ist, dann geht der Spaß mit den Kung-Fu-Los durch die Zählweise von 1 bis 10, wo ja im normalen inneren Kontext nur bis 9 gezählt wird. Dazu gibt es die Unterteilung von Niveauerstellung und Niveauersuchung im Unterschied von Anamofui und Anansui. Und wie ich letztens vorgemacht habe, mit dem ganzen Rezitat, ist es zwar sehr richtig, aber der schnelle Erfolg liegt im Stoßrezitat. Also im Spieß- oder im Blitzrezitat. Ich habe auch vorhin auf Chinesisch, auf Falsch, also man wird irgendwie immer enthoben und kriegt immer was von sich zurück, was irgendwie in lethargischen Sinn gestellt ist und damit dann für allein richtig bekannt wird, ist mal wie eine Chipse immer alles zweimal sagt. Das ist natürlich jetzt eben eine Serie dabei, das vermitteln zu können, wahrscheinlich deswegen unvermittelbar ist. Also, Stoßrezitat wäre die A. Dann C. U. Leo. C. H. Leo. Das guckt schon einer so doof und pult sich am Mund rum, so dass er ewig sein Fraß angebetet hat und nicht deswegen so ähnlich aussieht. Denn es ist natürlich Schluss mit dem Kung-Fu. Und dann ist natürlich albern und dann gehen halt die monotheistischen Religionen. Oder eben die Fehler, wie die Mandarin untergegangen ist, die rauszuhören sind aus meinen Falschberichtigungen. Mit Chunda und Zunda. Das ist in Kaitu nicht richtig und wird aber so gesagt, wie Li Hao ja eigentlich heißt, du bist gering. So, also habe ich ja jetzt, ich kann ja nicht nur irgendwie exotische Multikultur vertreten, nur um richtig Kung Fu zu machen, als das, was ich bin. Aber die Laber-Laber-Hautabschürfung, also die artliche Fähigkeit, nur in den eigenen Topf zu fassen und dann die Wehrkraft dermaßen zu verraten, bis sie allein von der Zersetzung existiert, ist natürlich gegeben und lässt so manchen Leuten, die das und das vormachen konnten, eben den Kopf hängen. Oder sich eben zurückzusetzen und sich das Theater anzugucken.